den Guide oder was? Nee. Nee, wäre ja zu schön. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Naja, was soll's. Voran, voran. Wir teleportieren uns auch weg. Beam mich hoch, Scotty. Lee kommt nach. Wir sollten vielleicht mal speichern. Wo sind wir hier? Da ist Mutter. Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Sekunde, ich habe nur noch schnell gespeichert. Auf geht's. Ich bin schon da. Die eingefrorenen Pokémon, die sich einfach kryokonserviert hat. Na, was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder. Sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Wie pervers. Pokémon eingefroren. Ein Pikachu. Ja. Das sieht sehr pervers aus. Das ist eine perverse Sache hier. Einfach Pokémon einzufrieren, das ist schlimm. Sowas geht doch gar nicht. Doch wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Deshalb werde ich die Ultrapforte öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht rauben möchte. Ich werde Necrozma besiegen. Oh, Tali kommt auch mit dazu. Hey, Zwergvieh! Wir sind hier noch nicht genug hier. Oh, Lady auch noch. Und Lady! Es geht dir gut. Mensch, ich bin erleichtert. Sehen, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultraforschungsteam war von Anfang an nicht viel zu erwarten. Aber offenbar ist auch Burmley kein Verlass. Gladio, der hat auch was zu sagen zu der Sache. Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforte öffnen. Was, wenn wir noch jemanden verlieren? So wie Vater damals. Du denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen. Doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nichts zu, dass mich jemand aufhält. Auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Was? Tochter? Sohn? Moment mal. Ah, daher kommt also die Ähnlichkeit. Seid ihr etwa eine Familie? So sieht's aus. Nacht. Habe ich mich jetzt verguckt oder ist die Spülmaschine doch nicht ausgeräumt? Nee, ist noch nicht. Mach später. Aber wir sind flott. Mach ich gleich. Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Earth Foundation, die sich dem Schutz und Erhalt aller Pokémon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, davor, bevor Lily es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Oh, das arme Cosmog dort gefangen in diesem Käfig. Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbrauche, was in seinem Körper steckt, kann ich die Ultrapforte nach Belieben kontrollieren. Bitte hör auf damit! Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Erdparadies könnte es eine lange Zeit lang sich nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Mutter! Ich bin Samantha und ich muss tun, was ich tun muss.
Sie tut, was sie tun muss. Ja. Sie quält das Cosmog. Au. Piu geht's gerade nicht so gut. Ui. Sieht man förmlich, wie schlecht es dem geht. Au. Aber die Ultrafort öffnet sich. Ah, sie öffnet sich. Schmerzen muss das Ding haben. Aber, ja. Nanu. Cosmog, du weigerst dich also etwa Lilly zuliebe? Das ist so ein richtig gequältes Piu. Wie heldenhaft. Du hast Lilly so gern, hm? Sieht aus, als seien Clayton und Lilly ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Aether Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Ich muss die Ultrafort durchqueren und Necromsa finden. Es ist die einzige Möglichkeit, alle unsere Pokémon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultrafort öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. Was? Bromley? Wo kommt denn der her? Achso, der kommt von hinten. Da bist du ja. Die wird jetzt wahnsinnig. Genau so. Genau so muss das klingen. Nicht, Mutter! Was findest? Wäre nicht schade um sie. Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Cleo. Doch sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst aufpassen kann. Kampf? Ja. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Zwergfee. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lee und Leo wohl endlich Ruhe geben. Ah. Eh noch geschwächt. Ja, wäre ja fair, wäre viel zu fair, wenn ich einfach mit so einem guten Team anfangen dürfte. Pixie! Aha. Oh, mein Team ist geheilt. Oh, schön. Auch gut. Gut, dass ich faire Chancen habe zumindest. Komm, Tiefschlag. Lenny kann mal anfangen. Ja, okay. Hätte auch ein bisschen mehr bringen können. Ja, aber Lenny ist mein erstes Pokémon hier im Kampf. Das muss noch nicht alles können. Spukball. Komm, aber ein bisschen kann es doch hier anrichten. Noch ein bisschen. Psychokinese. Und das war's um Lenny. Da war es um Lenny geschehen. Ich hätte da noch einen Steve. Steve, komm raus. Nur Steve. Wie wäre es mit Nitro-Ladung? Ja, das könnte man doch mal einsetzen. Das könnte doch effektiv sein. Mondgewalt oder wie hieß die Attacke? Ungefähr. Nitro-Ladung. Bringt das was? Uiuiui. Ui, ui. Das bringt schon was, aber Pixie ist für ihren Namen doch sehr stark. Oh, Borchnabe hätte es gebracht. Ja. Ah, noch ein bisschen was da, um Borchnabe einzusetzen. Ja, komm. Pixie besiegt. Das war das erste Pokémon von Samantha. Und das zweite folgt zugleich. Schön, schön. Dave erreicht Level 40. Hat er sich verdient. Schlappohr. 1, 2, 3, 4 Pokémon hat die noch. Wenn was aushält, dann. Ich hoffe. Momentan sieht es gut aus. Nitro-Ladung auf Schlappohr. Das wird doch wohl was bringen. S-Hieb. Naja, sie war ja auch schon fast besiegt, also. Komm. Pikachu! Du bist dran, Ash Pikachu. Setzt du mal Donnerblitz ein, wie gewohnt. Wenn du dich nicht sofort besiegen lässt. Ja, dann lässt dich halt besiegen. Mach halt. Los, Dave! Da wärst du noch. Dave. Ja. Man kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Ja, ich weiß. Wollte ich auch eigentlich gar nicht. Komm, Essan. Ihr Schlag.
Na komm. Zack. Okay. Knirscher könnte eventuell ein bisschen mehr bringen. Drachenwut könnte ich auch einsetzen. Wäre vielleicht auch gut, wenn nicht schlecht. Knirscher. Was bringt das? Ja. Noch Drachenwut dazu. Drachende Wut. Schlag. Na, da war's. Da war's geschehen. Hoodie habe ich noch im Team. Auf geht's, Hoodie. Gib du dein Bestes. Ich sollte meinen Trank einsetzen. Das wäre, glaube ich, ganz ratsam. Schattenfessel, warum nicht? Feuerschlag. Oha! Das ist keine Feuerattacke. Ach du Schande. Hat keine Wirkung. Üha. Eishieb. Feuer und Eis. Was ist denn das für ein Ding? Laubklinge. Ja, so geht's auch. Knapp besiegt. Charmbolzen. Aha. 2 von 5. Miltoik. Ich kämpfe natürlich weiter. Milotic oder Milotic, ja genau. Oh, das ist ein Champ-Pokémon. Das Pokémon-Diamant. Pokémon-Diamant hat das Cynthia betragen, dieses Pokémon. Ich hätte dann gerne mal einen Top-Beleber. Davon habe ich 2 auf Lager. Auf Steve. Top-Beleber eingesetzt. Ich hoffe, das lohnt sich. Drachenpuls. Weil mit Hoodie ist es jetzt geschehen. Um Hoodie ist es jetzt geschehen. Besiegt. Los, Steve. Du bist dran. Gib dein Bestes. Milotic. Sieht schon gut aus, ja. Wir schaffen schon viel. Bohrschnabel. Das ist doch eine gute Attacke, die hat bisher viel gebracht. Okay, ein Feuervogel. Ja. Wasserattacke, Wasser-Pokémon. Berechtigte Angst. Was bringt jetzt ein Hypertrank, wenn ich den einsetze? Bringt das viel oder bringt das ja nichts? Es bringt schon, dass ich geheilt bin, aber. Drachenpuls. Dann wird er mich jetzt weghauen oder was? Okay, wird er nicht. Ja, könnte jetzt eine Wasserattacke einsetzen und. Darf ich noch einmal? Nein, darf ich nicht. Hydro-Pumpe. Macht's zu Ende. Da muss ich wohl meinen Joker einsetzen. Nein, Joker. Ich hab da was dabei. Ja, ich hab's versprochen. Schande über mein Haupt. Ich hatte es einfach mal mit im Team. Ja. Ja. Sie ist auch böse. Da bin ich auch mal böse hier. Ja, komm. Ich hab's mir ertauscht. Ist im Spiel mit drin. Natürlich ist es ungehorsam. Du bist mein letztes Pokémon jetzt hier. Besieg dich nicht von selbst. Das score ich natürlich nach wie vor nicht. Komm, Flammenblitz. Natürlich Flammenblitz gegen Wasser-Pokémon. Na, was soll es? Bringt eh was. Bei Level 100, Shiny Galoppa. Ja, so ist es. In Kostur so. Na, wenn das nicht zu Samantha passt. Wenn Encostoso nicht passt. Und was dann? Ein Bodycheck. Ui, Rückstoß. Stromstoß. Rückstoß und Stromstoß. Bats. Oh, das hält viel aus, das Costoso. Man soll den Tag nicht vor dem Costoso loben. Kacke. Level 100 Galopper besiegt. Wir haben es fast geschafft. Du bist wirklich stark, Zankfee. Das reimt sich. Ja, bestimmt. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselwanderschaft mit links. Euch sind bestimmt Zweifel an mein Vermögen gekommen, die Aufgabe auf eigene Faust zu erledigen, nicht wahr? Die Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Bromley, zu mir! Noch ein Kampf gegen Bromley. Ach du Schande. Jawohl! Ich mache mich nun auf, um Nekrasma zu fangen. Warte, Mutter! Mein Partner Null wurde geboren, um Unterbestien den Chaos zu machen. Sein gesamtes Training dient einig dem Zweck, jenseits der Ultraforte gegen die Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir.
Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Uiuiui, ui, ui. Da setzt sie es ein und macht eine Ultrapforte. Sie erschafft die Ultrapforte. Hui, selbst Wurmli ist erschrocken. Wurmli springt durch. Der ist der Erste, der da durch hier will. Ja. Und beide sind weg. In der Parallelwelt, in der Ultrapforte. Verschwunden. Mutter! Wieso? Wölkchen, geht es dir gut? Wölkchen? Wölkchen? Was hast du? Wölkchen. Sieht gar nicht mehr nach Wölkchen aus. Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Lido hat keinen Bock mehr. Er geht. Wir sollten erst mal verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Und durch das Ultraforte-Portal können wir auch nicht mehr durch. Gehen wir. Jo. Da sind wir wieder zurück im Schlafgemach. Im Schlafgemach. Im Schlafgemach. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin von und Bromley, die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultraforte verschwunden. Und Cosma rührt sich nicht mehr. Natürlich ist es wichtig, Necrozma zu fangen. Doch wir können unsere Mutter nicht einfach in einer unbekannten Welt ihrem Schicksal überlassen. Was, wenn sie nicht mehr zurückkehrt? Egal, wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Entspricht das, was wir gerade gehört haben, etwa der Wahrheit? Ach, die schon wieder. Was für ein Mensch ist diese doppelzüngige Samantha überhaupt? Während sie sich uns gegenüber freundlich gab und uns so um ihren Finger wickelte, hat sie in Wahrheit nur ihren eigenen Absichten im Sinn. Was mag nur in ihrem Kopf vorgehen? Handelt sie aus Eigennutz oder folgt sie einem so zu stark ausgeprägten Pflichtbewusstsein? Es stimmt schon, was man uns gesagt hat. Die Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Niemand weiß, was in ihr vorgeht. Wenn wir ehrlich sein sollen, fehlt uns das Talent für Kämpfer. Wir sind einfach nicht stark genug. Das mussten wir bisher auch nicht sein. Dass sich Probleme, wie sie austragen, mit Mitteln der Wissenschaft lösen ließen. Aus diesem Grund erfassen wir überhaupt erst die Option ins Auge, einen Menschen durch die Ultraforte zu schicken, auf dessen Hilfe Pokémon kämpfen würden, aufbauen können. Was hast du da gerade gesagt? Ihr wollt einen Menschen durch die Ultraforte schicken? Gibt es etwa noch einen anderen Weg, eine Ultraforte zu öffnen? Das Podium auf Pony. Wir machen uns die Kraft des Wesens zunutze, um nach Alola zu kommen. Ich kann es kaum glauben, dass die beiden es nicht zutrauen, Necrozma zu fangen. Diese Menschen dieser Welt müssen ja jede Menge Vertrauen in ihr Geschick im Pokémon-Kampf haben. Sobald Necrozma aus seinem Schlaf erwacht, wird es Alola aufsuchen, um sich an dessen Licht zu laben. Denn schließlich gibt es in unserer Welt kein Licht mehr. Ultrametropolis ist in Dunkelheit gehüllt. Alle Sagen und Legenden erzählen davon, dass die Finsternis, welche Alola einstmals befallen hatte, mit der Kraft des Lichts vertrieben wurde. Doch all unsere Untersuchungen zum Trotz ist es uns dennoch gelungen, mehr über dieses Licht in Erfahrung zu bringen. Sie verabschieden sich und wir brechen nach Pony auf. Genau so. Also, falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unseren Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Eine kurze Ruhepause hilft mir vielleicht dabei zu verstehen, was in Mutter vorging. Mach das, Lilly. Am nächsten Tag. Zwergenfee. Lilly wartet draußen auf dich.
Okay, dann gehen wir mal raus, Tolili. So, raus mit uns. Da draußen wartet Lilly. Ui, ist Nacht geworden. Das ging aber schnell. Na, was läuft? Was läuft hier? Aha. Schön. Würdest du mal was sagen? Ah, da sagt's was. Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Und wie? Also, ja. Sieht ganz hübsch aus. Ganz zu tragen. Nur zu. Wirklich, Zwangfee. Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten und Mutter. Ich wäre gern wie du, Zwangfee. Ich wäre gern so stark. Und stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Ja, die L-Kraft. Die Lilly-Z-Attacke. Ja, die würde ich gerne im Kampf einsetzen. Ist bestimmt sehr gut. Hier steckt die also. Das habe ich im Ausstellraum gefunden. Das ist die Sonnenflöte. Oh, ein altes Relikt aus der Alola-Region. Angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben. Anscheinend muss man sie im Schrein der Sonne spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Die vom Ultraforschungsteam meinten ja, mit legendären Pokémon gelange man vielleicht in die Dimension, in der sich Necromancer aufhält. Necromancer natürlich. Hier, nimm das. Die Mondflöte oder was? Nein, ein Meisterball. Hui, ein Meisterball. Von Gladio. Meisterball wurde in den Ultimistarchen verstaut. Mit dem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Setz es bloß hoffentlich nicht auf einen Carpador ein oder einen Ratzfatz. Das wäre pure Verschwendung. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Schließlich zähle ich darauf, dass du meiner Familie hilfst. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Gemeinsam mit meinem Null wollte ich alle beschützen. Deshalb bleibe ich hier und kümmere mich um die Äther Foundation. Es würde Mutter viel bedeuten. Naja, wie man sieht, eher weniger, aber was soll es. Zwangfee! Tali, der kommt auch noch mit dazu. Ja, nice. Wow, Lilly! Du siehst ja total anders aus. Bist du das wirklich? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Wow, ihr seid alle total beeindruckend. Okay, mein Plan steht fest. Wie meinst du das? Und warum zappelst du immer noch? Zwangfee und ihre Pokémon greifen mir noch ständig unter die Arme. Wenn das so weitergeht, kann ich bald nicht mehr mithalten. Das darf nicht passieren. Keine Angst, Tali, du bist mega stark. Ich habe schon einmal gegen dich verloren. Keine Panik, du hältst mit mir mit. Ich wollte unbedingt Lilly und Kosmog retten. Und zu meinem Pokémon ging es ebenso. Wir lagen auf einer Wellenlänge und irgendwie fühlten wir uns dadurch viel stärker als sonst. Genau dieses Gefühl will ich da zusammen mit Prima Arena und den anderen nochmal erleben. Unsere Familiengelegenheiten haben offenbar deine Einstellung zum Trainerdasein geändert. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Nein, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber letztendlich war es einzig und allein meine Entscheidung. Außerdem versucht Samantha doch Alola zu beschützen. Die ist also doch ein guter Mensch. Nein,
Nein, dann denkst du falsch. Sie ist davon überzeugt, dass sie ihrem Recht ist. Das ist schon ziemlich selbstsüchtig. Aber andererseits will sie wohl unbedingt unseren Vater finden, der in einer Untraforte verschwunden ist. Tadi, vielen Dank. Es freut mich, diese Worte von dir zu hören. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Ja, also dann, Zwergvieh, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Das war so ein perfekter Misch aus Tali und Lili. Habe ich jetzt in eine Person gepackt. Beeindruckend, wie sich ein Mensch von einem Tag auf den anderen verändern kann. Das sagt Rotom Bugdex. Redest du von Lili oder redest du von Tali? Von Lili redet dann natürlich. Und damit meine ich natürlich nicht nur ihre Kleidung, sondern sie strotzt auch voller Energie. So, wie kommen wir jetzt zur Anlegestelle? Das Haus ist auf einmal viel dunkler. Hier scheint noch ein Gang zu sein. Ach, da können wir nicht hin. Es ist nur ein Bereich, den wir uns anschauen können. So, ich schätze mal, hier geht's lang. Den Hauptgang. Ach ja, da wo die ganzen Bromley-Typen, die ganzen Team Skull Rüppel rumstanden. Bei Nacht sieht das Ganze viel dunkler und viel entspannter aus als das grelle Weiß im Sonnenlicht. Gefällt mir schon viel besser. Ja, und da sind wir wieder im grellen Weiß. Würden wir vom Teufel reden. Ja, also das Dunkelgrau, das finde ich besser als das hässliche Weiß hier. Nicht nach oben, ich wollte nach unten, Mann. Anlegestelle. Biete einmal runter. In der Luft, der mich in die falsche Richtung fährt. Wir wollen zu Tali, Quatsch, zu Glego, wir wollen abfahren. Ah, da sind sie schon. Können wir starten? Bereit? Immer bereit. Los geht's. Wir können aufbrechen. Alles klar, auf geht's nach Pony. Gehen. Achso, das Lee. Gehen wir jetzt, Zwergvieh. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jau, dann geht's mal auf nach Pony, der letzten Insel auf unserer Reise. Da sind wir angekommen. Im stillen und kleinen Pony. Ja. Angekommen. Toll, toll. Bei Nacht sind Pony angekommen. Das werden wir auch noch bei Tag sehen, aber jetzt erstmal hier. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist die Natur hier aber umso üppiger. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist, das Posidum zu bewachen, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja was. Danke, Gledo, das hilft uns weiter. Ich bin froh und erleichtert zugleich, jetzt wo ich weiß, dass du damals verschwunden bist, um meine Mutter und meinem Vater zu helfen. Ich wünschte nur, du hättest es mir erklärt. Es tut mir leid, es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als gemeinsam als Null stärker zu werden. Aber du bist wirklich sehr dran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Die zwei Toheido-Surfer sitzen im Vordergrund und verschwinden dann auch aus dem Bild. Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen, Zwergenfee. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich will so viel denn wie du. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig darauf. Schön, da hat jemand ein Ziel. Da wären wir. Boing. Dann geh mal ein neues Inselbuchdex an. Du bist sicher gespannt, was für Pokémon du hier fangen kannst. Stimmt's? Brrrt. Ja, sicherlich. Aber für diesen Part machen wir hier erstmal Schluss. Wir haben heute viel erlebt. Wir haben bei Samantha und haben gesehen, wie sie Wölkchen gequält hat und wie sie die Ultraforte erschaffen hat und dadurch gegangen ist, rein in die nächste Dimension und verschwunden ist. Ja, auf Pony geht's dann im nächsten Part weiter. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfuss verpassen wollt. Nächsten Part, wie gesagt, Pony.
und das Sonnenpodium. Bis dahin. Habt noch eine angenehme, festliche Zeit. Gehabt euch wohl. Man sieht sich. Haut drinne. Ciao, ciao.